Alle Aufgaben. Oh, krass. Okay. Das halt, okay. Also Frage, wie schaffst du es, alle deine Aufgaben zu erledigen? Die Antwort ist ganz einfach. Du schaffst es gar nicht. Hallo, ich bin Gudrun Wegener, ich bin Designerin, ich bin Buchautorin, aber vor allem unterstütze ich mit ganz viel Herzblut andere selbstständige Designer. Und heute bin ich hier, weil ich dir ganz konkret zeigen möchte, wie du nie wieder in diese Situation kommst. Doch bevor wir über das Thema Zeit und den Umgang mit Aufgaben reden, würde ich gerne ein paar Begriffe hinterfragen, die dir und auch mir sofort einfallen, wenn man über dieses Thema redet. Das erste ist schon allein das Wort Zeitmanagement. Zeitmanagement, Zeit managen, man kann Zeit überhaupt nicht managen. Man kann höchstens die Dinge managen, die man in einem bestimmten Zeitraum erledigt. Denn jeder von uns hat pro Tag die gleiche Zeit zur Verfügung. Es sind immer 24 Stunden, jede Stunde hat immer 60 Minuten. Und da ist es völlig egal, ob man als Designer arbeitet, ob man zum Beispiel in der Buchhaltung sitzt, ob man vielleicht als Maurer arbeitet oder als Geschäftsführer. Es macht keinen Unterschied. Wir haben alle die gleiche Anzahl, die gleichen Stunden an Zeit zur Verfügung. Die Frage ist, was machen wir damit? Das heißt, wenn wir über Zeitmanagement reden, müsste man eigentlich sagen, dass es Selbstmanagement ist. Der zweite Begriff, den man sofort im Kopf hat, ist Work-Life-Balance. Ihr kennt es wahrscheinlich alle, ganz klassisch immer wieder symbolisiert über diese Darstellung einer Waage. Es gibt zwei Waagschalen, einmal für die Arbeitszeit, Work, einmal für die Privatzeit, Life. Und nur wenn beides ausgeglichen und harmonisch ist, dann könnt ihr optimal arbeiten. Zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht es nämlich so aus, dass man ja gar nicht so arbeitet. Es ist ja nicht so, dass ihr morgens ins Büro geht, ihr drückt einen imaginären Schalter und seid jetzt nur noch im Bereich Work. Kommt die Mittagspause, switcht ihr um, ab jetzt seid ihr nur noch im Bereich Live. Ist die Pause zu Ende, geht ihr wieder rüber und seid wieder bei Work. So funktioniert es nicht. Mein Arbeiten funktioniert so nicht, dein Arbeiten funktioniert so nicht, denn wir machen alle Kopfarbeit und keiner von uns steht am Fließband und packt ganz stumpf Schuhe in Kartons. Das heißt, wir nehmen die Arbeit ganz anders mit, weil sie viel komplexer ist und viel vielschichtiger. Deswegen funktioniert diese Trennung zwischen beiden Bereichen nicht. Es gibt keine Arbeitszeit und Privatzeit, es gibt nur eine gesamte Lebenszeit. Und die muss man sich so einteilen, dass man kreativ, zufrieden und erfolgreich ist. Das alles zu wissen, nützt dir jetzt aber pro forma erstmal wenig. Also stellt sich die Frage, was kannst du ganz konkret machen, damit du eben nicht mehr in diese Situation kommst? Ich habe mir heute zur Vorbereitung auf diesen Vortrag 6 ganz typische Fälle überlegt und ich möchte dir konkrete Techniken, konkrete Werkzeuge an die Hand geben, mit denen du genau das verhindern kannst, dass du in diese Situation bist. Der erste Fall ist auch das, was du hier schon siehst. Du arbeitest den ganzen Tag, du bist unwahrscheinlich beschäftigt, aber eigentlich kommst du überhaupt nicht voran. Die Berge stapeln sich, die Aufgaben stapeln sich, die Ideen bleiben immer mehr aus, weil der Druck einfach immer höher wird und du bist wahnsinnig frustriert. Was kannst du tun? Die Lösung? Bevor du dir überhaupt Gedanken darüber machst, wie du jetzt eigentlich mit deinen Aufgaben umgehst, ist die Lösung, schreib dir erstmal alles auf, was du hast. Du brauchst eine Übersicht, bevor du dir überhaupt Gedanken darüber machen kannst, wie du die Sachen anpackst. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob das private Aufgaben sind oder ob das berufliche Aufgaben sind. Es gibt nur eine Lebenszeit. Das bedeutet, die neuen Entwürfe, die du machen musst, zählen genauso damit zu, wie zum Beispiel die Vorbereitung für das nächste Meeting oder die nächste Konferenz. Aber es zählen auch deine Trainingseinheiten im Sportverein dazu. Alles, was dein Handeln und alles, was deine Aufmerksamkeit erfordert, sind Aufgaben, die dich beschäftigen und die gehören auf diese Liste. Also schnapp dir einen Zettel, schnapp dir einen Stift und schreib das alles untereinander weg, ohne dir jetzt schon Gedanken darüber zu machen, wie du das dann umsetzen kannst. Darum geht es an diesem Punkt noch überhaupt nicht. Warum ist dieser Schritt für dich so wichtig? In dem Moment, wo du alle Aufgaben aus deinem Kopf aufs Papier bringst, hast du eine Übersicht gewonnen. Du hast eine Inventur und du weißt, wo du stehst. Dazu kommt, dass in deinem Kopf Platz frei wird, um tatsächlich eine Neustrukturierung zu machen. Fallbeispiel Nummer 2. Jetzt hast du diese Liste, diese wirklich lange Liste.
Und du siehst auch schon auf den ersten Blick, dass diese Liste viel, viel länger ist als alles, was du schaffen kannst. Und dazu kommt, schaust du dir die einzelnen Aufgaben an, dann sind sie gleichwertig. Du kannst schlecht entscheiden, wie du jetzt eigentlich vorgehst, was ist für dich persönlich wichtig. Wenn du dein Umfeld fragst, findet immer jeder, dass die Aufgabe, die er dir gegeben hat, besonders wichtig ist und unbedingt zuerst gemacht werden soll. Aber das ist ja keine Vorgehensweise, die dir weiterhilft. Außerdem musst du dir immer wieder klar machen, dass es sowieso mehr Aufgaben, mehr Ideen, mehr Ziele gibt, als du umsetzen kannst. Da draußen passiert so viel und du hast niemals genug Kapazitäten, alle diese Sachen zu machen. Also müsste die Frage eigentlich nicht heißen, wie schaffst du es, alle Aufgaben umzusetzen, sondern die Frage ist eigentlich, wie schaffst du es, die Aufgaben umzusetzen und dich darauf zu konzentrieren, die für dich besonders wichtig sind. Und wichtig ist immer alles das, was deinen Zielen entspricht. So, Ziele. Was hast du denn eigentlich für Ziele? Was möchtest du denn gerne erreichen? Möchtest du zum Beispiel eine Agentur gründen, nicht mehr alleine arbeiten, sondern vielleicht im Team mit ein paar Leuten? Oder möchtest du nur noch Aufträge zum Beispiel aus dem Pharmabereich übernehmen? Oder möchtest du vielleicht eine Auszeit nehmen? Vielleicht sagst du dir beim Gedanken an den Norddeutschen, wir sind ja gut, wir sind nicht in Norddeutschland, aber beim Gedanken an das Schmuddelwetter, was uns immer so im Februar erwartet, wärst du viel lieber für 4 Wochen auf den Kanaren. Egal was es ist, klare Ziele motivieren dich, klare Ziele spornen dich an. Denn wenn du klare Ziele hast, siehst du, welche Teilschritte sich daraus ergeben, du kannst sie dir vornehmen, du kannst sie umsetzen und damit kommst du weiter. Unpräzise Ziele hingegen machen genau das Gegenteil. Weil du nicht genau weißt, wo du eigentlich hin willst, kommst du auch nicht voran. Es geht ja gar nicht. Und dann drehst du dich im Kreis und dann wird die Liste an Aufgaben immer länger und das Ganze ist furchtbar frustrierend. So, wir wissen, wir brauchen Ziele. Du weißt, du brauchst Ziele. Aber wie definierst du die denn? Du brauchst eine Formel, die du über all diese Sachen drüberlegen kannst und die dir dabei hilft, Sachen smart zu machen. Und wenn ich smart sage, dann meine ich das nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern ich meine das auch nach dieser Aufschlüsselung. Denn smart gibt dir Tipps dazu, wie du deine Ziele gut formulieren kannst und vor allem klar formulieren kannst. Das S steht dabei für spezifisch. Ist dein Ziel ganz konkret? Das M, messbar, woran erkennst du denn, dass du das Ziel erreicht hast? A, ist aktionsorientiert, aber unbedingt auch immer attraktiv, also was triggert dich an, was spornt dich an? R, für realistisch, hochgesteckte Ziele sind super, aber man muss sie schon auch noch erreichen können. Und terminiert, bis wann willst du das Ganze erreicht haben? An dieser Stelle hilft einfach mal ein Beispiel, damit es besser greifbar ist. Wir bleiben bei dem Gedanken, 4 Wochen im Frühling auf den Kanaren zu bleiben. Also könnte deine erste Formulierung sein, ich möchte in den nächsten 6 Monaten so viel zusätzlichen Gewinn machen, dass ich 4 Wochen mit meiner Familie auf die Kanaren fliegen kann, wenn hier das Wetter furchtbar ist. Ist ein gutes Ziel. Ist ein machbares Ziel, ist aber kein messbares Ziel. Und damit ist es eigentlich gar kein Ziel, sondern nur ein Wunsch. Und mit dem Wunsch kommen wir nicht weiter. Nimmt man jetzt aber die Smart-Formel und legt sie da drüber und geht die einzelnen Punkte durch, dann wird das Ziel viel klarer und konkreter. Ich möchte, ich ganz spezifisch, in den nächsten 6 Monaten, das ist ein klarer zeitlicher Raum, 10.000 Euro mehr Gewinn machen als im Vorjahr. Das kannst du messen, das ist realistisch. Damit du im Frühling für 4 Wochen auf die sonnigen Kanaren fliegen kannst, während hier der graue Winter ist, nach wie vor. Das ist auf jeden Fall attraktiv und das bringt dich auch dazu, motiviert zu sein. Welche Vorteile hast du von diesem Schritt und warum solltest du deine Ziele unbedingt smart machen? Der offensichtlichste Grund ist einfach, dass du genau weißt, was die nächsten Schritte sind, wenn du weißt, was dein Ziel ist. Nehmen wir das Beispiel, dann weißt du genau, du brauchst jetzt ein anderes Marketing, du brauchst andere Akquise und du musst mehr oder einfach bessere Kundenprojekte annehmen, damit du auf diese zusätzlichen 10.000 Euro kommst. Dazu kommt,
im Anbetracht deiner Liste, dass du Zusammenhänge erkennst. Du weißt, welche Aufgaben zusammengehören, du weißt, welche Bereiche zusammengehören und du kriegst einzelne in sich geschlossene Listen. Und außerdem siehst du, was für dich wichtig ist und was einfach hochrutscht. Das hier ist das Fallbeispiel Nummer 3. Wir gehen also den nächsten Schritt. Jetzt hast du mehrere in sich geschlossene Listen, jeweils zu Zielen, die dir wichtig sind, mit Aufgaben, die zueinander gehören, die einzelne Meilensteine darstellen. Ist aber immer noch zu viel. Das schaffst du niemals. Also musst du dir überlegen, wie schaffst du es, diese unterschiedlichen Ziele zu priorisieren. Und da gibt es auch wieder eine Technik, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag, weil sie so super simpel ist. Und weil man sie über jede Aufgabe drüberlegen kann und weil man sie jederzeit benutzen kann. Und das ist für den Alltag einfach unwahrscheinlich praktisch. Die Eisenhower-Matrix, das Eisenhower-Prinzip, funktioniert nach zwei ganz simplen Fragen. Erste Frage, was ist für mich wichtig? Wichtig sind immer die Dinge, die zu deinen persönlichen Interessen gehören, die zu deinen Vorlieben gehören, die dich motivieren. Zweite Frage, ist es denn dringend? Und dringend sind immer alle Sachen, die einen zeitlichen Kontext haben. Deadlines von Kunden, immer dringend, vor allem wenn man die Kunden fragt. So. Auch hier arbeiten wir wieder mit einem Beispiel, weil es viel leichter ist, das dann nachzuvollziehen. Könnt ihr meine Maus sehen? Ja. Sehr schön. Hallo? Okay. Super. Also, starten wir mit dem fiktiven Sachverhalt, du hast eine neue Animationssoftware auf deinem Rechner, weißt aber noch nicht, wie sie funktioniert. Also lautet die Aufgabe, finde heraus, wie diese Animationssoftware funktioniert. Wir starten hier in der Mitte mit unserer Frage, ist das denn wichtig für mich? Wenn du viel Interesse an Animationen hast, wenn du siehst, dass sich dadurch für dich eine neue Kundengruppe entwickelt, dass du bessere Aufträge übernehmen kannst, dass du was machen kannst, was du super spannend findest, ja, dann ist das auf jeden Fall wichtig für dich. Aber ob du das heute anschaust oder erst in 2 Wochen, ist eigentlich egal. Also ist es nicht dringend und damit ist es im Bereich C. Wieder zurück an den Start. Du hast die Animationssoftware auf deinem Rechner. Aber jetzt ist es nur eine 14-Tage-Testversion und du hast nur noch 2 Tage, um dich zu entscheiden, ob du sie nimmst oder nicht. Das ist auf alle Fälle dringend. 2 Tage ist nicht viel, um das gut auszuprobieren. Aber du hast im Moment eigentlich ganz viele andere Sachen, die eine deutlich höhere Prio für dich haben und so wichtig ist es dir persönlich gar nicht. Also ja, dringend, nein, nicht wichtig, bist du im Bereich B. Damit rückt es in den Prioritäten wieder ein Stückchen nach unten. Dritte Möglichkeit, ja, das ganze Thema ist dir super wichtig. Du hast ganz viel Interesse an Animationen, freust dich darauf, du willst unbedingt wissen, wie es funktioniert. Und jetzt bekommst du einen Auftrag rein und da geht es genau darum. So, super wichtig, auf alle Fälle dringend, damit bist du im Prioritäten-A-Bereich. Das sind die Aufgaben, um die du dich zuallererst immer kümmern musst. Egal wie lang deine Liste ist, egal worum es geht, Prio A bedeutet, es steht für dich ganz oben. Der vierte Fall, du ahnst es schon, du hast die 14-Tage-Software, noch 2 Tage Zeit, aber eigentlich ist es dir völlig egal, weil du sowieso keine Animation machen möchtest. Du hast auch nie vor, Aufträge in dem Bereich zu übernehmen, insofern weder wichtig noch dringend und dann kann es ganz weit nach unten auf die Liste oder du schmeißt es gleich ganz raus. Generell als Tipp, wenn du im Bereich D unterwegs bist, kannst du dir immer überlegen, schmeißt du es raus, delegierst du es vielleicht oder nimmst es einfach runter. Warum ist das Setzen von Prioritäten für dich so wichtig? Es ist deswegen so wichtig, weil es so super simpel ist. Du kannst es, egal wie du arbeitest und egal an wie vielen Projekten du gerade sitzt, kannst du es jederzeit und an jedem Ort machen. Immer die Frage, ist es wichtig, ist es dringend? Und damit verkürzt du deine Aufgaben und deine Listen unwahrscheinlich und automatisch kriegst du Luft und kriegst Raum zum Arbeiten. Wir gehen den Pfad weiter. Das nächste Fallbeispiel. Du weißt jetzt, was genau wichtig und dringend für dich ist. Die anderen, also Priorität B, C und D, hast du zur Seite gelegt.
Du hast nur noch diese eine Liste. Schön kurz, schön knackig, alles wichtig. Ja, aber immer noch zu lang. Was machst du? Wo entscheidest du und nach welchen Kriterien entscheidest du, womit du anfängst? Wieder möchte ich dir ein Werkzeug an die Hand geben, was du sehr wahrscheinlich kennst. Das Pareto-Prinzip, wird manchmal auch 80-20-Regel genannt, kommt schon aus dem 19. Jahrhundert. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass du es kennst, ist wirklich hoch. Und Pareto hat herausgefunden, dass es ein wiederkehrendes mathematisches Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung gibt. Und es lässt sich so ziemlich auf jeden Bereich übertragen, den man sich anschaut. Es ist nicht immer ganz 20-80, es kann sich immer mal ein paar Prozent hin und her schieben, aber ungefähr kommt das hin. Auf deinen Alltag übertragen bedeutet das, dass du mit 20% deiner Auftraggeber, nämlich den Stammkunden, 80% deines Umsatzes machst. Oder dass du in deinem Online-Shop 20% an Produkten hast, die besonders häufig gekauft werden und die deswegen 80% deiner Verkäufe ausmachen. Oder du nimmst deinen gesamten Designprozess, wenn du es dir genau anschaust, hast du eigentlich in 20% der Zeit 80% des Ergebnisses bekommen. Das ist der obere Teil. Du musst dir aber auch klar machen, und das ist das, was man hier unten sieht, dass du 80% deiner Zeit damit verbringst, Sachen zu erledigen, die für deine Ziele untergeordnet sind. Auf deine Liste übertragen heißt das jetzt, du musst herausfinden, welche 20% besonders wichtig sind für dich. Also wo sitzen denn die Stammkunden, wo sitzen denn die Aufträge? Welche von diesen Sachen musst du jetzt sofort anpacken, damit du möglichst viel oder möglichst nah an deine Ziele rankommst? Warum ist dieser Schritt wichtig für dich? Das Pareto-Prinzip hilft dir dabei, die richtige Entscheidung zu treffen und herauszufinden, wo du anfangen kannst, wenn du nur ganz wenig Kapazitäten hast. Es gibt dir quasi den Startpunkt. So, ihr seht schon, aus unserer sehr großen Liste ist inzwischen was sehr Knackiges, sehr Kleines geworden, was man gut handeln kann. Und eigentlich könnte man an diesem Punkt auch schon aufhören. Wir haben ja von der ganz langen Liste nur noch ganz wenig übrig. Wir wissen, wo die 20% sitzen. Warum machen wir weiter? Das hier ist jetzt einfach ein Erfahrungswert. Ich habe festgestellt, auch diese knackigen 20% sind manchmal noch zu viel, weil sich nun mal der kreative Alltag nicht komplett planen lässt. Und das kennt ihr sicherlich alle auch aus eurem Alltag. Ungeplante Telefonate, das Meeting dauert einfach doch noch viel länger, als man gedacht hat. Oder es kommen Unterbrechungen, die einfach ungeplant waren. Das alles führt dazu, dass du dein Tagesziel nicht erreichst. Passiert das nur einmal oder zweimal, ist das überhaupt gar kein Problem. Das gleicht man einfach aus, redet keiner drüber. Ist das aber ein Dauerzustand und schaffst du es immer wieder nicht, hinter deinen Tageszielen hinterherzukommen und das, obwohl du dir ja so viel Mühe gegeben hast, das Ganze wirklich gut und strukturiert zu machen, dann ist das total frustrierend, immer wieder hinter den eigenen Erwartungen zurückzubleiben, es schon wieder nicht geschafft zu haben. Darum bin ich dazu übergegangen, mir tatsächlich nur noch 3 Aufgaben pro Tag rauszusuchen. Natürlich die 3, die besonders dringend, besonders wichtig und besonders nah an meinen 20% sind, also für meine Ziele einfach entscheidend sind. Und die schreibe ich mir immer auf einen Extrazettel, lege mir den Zettel neben meinen Rechner und ich fange damit an. Das ist das Erste, was ich mache, konsequent jeden Tag. 3 Sachen, das hört sich nach ziemlich wenig an, ist auf den ersten Blick auch sehr wenig, aber es ist unwahrscheinlich konsequent. Und in dem Moment, wo du es jedes Mal schaffst, dein Tagesziel zu erreichen und dir eigentlich sogar darüber hinauszugehen, denn wenn du dann noch Zeit hast, nimmst du dir den 4. Punkt, nimmst du dir den 5. Punkt, dann bist du total motiviert, weil du es nämlich schaffst. Und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, nämlich das durchzustreichen, was du schon geschafft hast. Und das ist wunderbar. Jeden Tag aufs Neue freut man sich über das, was weg ist. Und warum ist dieser Punkt so wichtig für dich? Dein Ziel muss es ja immer sein, alle nötigen Aufgaben zu kennen und so schnell wie möglich umzusetzen, damit du wieder viel Freiraum hast für ungeplante Dinge, aber vor allem auch Freiraum hast für die Dinge, die dir wichtig sind. Du willst ja nicht nur deine konkreten Aufgaben machen, du willst ja auch kreativ sein. Du willst ja auch an anderen Sachen arbeiten, die dich auch inspirieren, die wichtig für dich sind. Und das kannst du nur,
wenn du Flexibilität in deinen Alltag einplanst. Denn Muße ist für kreative Arbeit immer ein Muss. Du brauchst Zeit, um Ideen anders zu denken. Du brauchst Zeit, um Ideen neu zu denken, zu überdenken, sie komplett über den Haufen zu werfen, wieder von vorne anzufangen, sie nochmal über den Haufen zu werfen vielleicht und nochmal von vorne anzufangen. Das kannst du aber nicht, wenn dein Alltag so straff getaktet ist. Also nimm dir unbedingt Zeit für Freiräume, für Muße, für Entspannung. Das kann auch im Alltag ganz was Kleines sein. Du kannst zum Beispiel deine Mittagspause verlängern und du sitzt nicht vorm Rechner und isst das, was du dir mitgebracht hast, oder du gehst nicht in die Kantine, sondern du gehst ein Stück spazieren. Du bringst dich in Bewegung, du bringst deine Ideen in Bewegung und du gibst dir die Möglichkeit, Ideen kommen zu lassen, ohne die ganze Zeit konkret zu versuchen, an ihnen zu ziehen. Viele Inspirationen kommen ja auch im Alltag, ohne dass man gerade mit ihnen rechnet. Also, Muße ist ganz entscheidend für kreative Arbeit und denen solltest du Zeitfenster einräumen in deinem Alltag. Und die gleiche Flexibilität, wie du sie bei deinen Aufgaben und bei deiner Einteilung hast, solltest du dir bei allen Methoden erlauben, mit denen du arbeitest. Und das gilt nicht nur für das, was du jetzt hier heute gesehen hast, sondern es gilt generell für alle Techniken, für alle Tools, für alle Apps. Du musst verstanden haben, warum du sie brauchst. Du musst verstanden haben, wie sie funktionieren. Du musst sie ausprobieren. Und wenn du dann aber feststellst, dass sie dir gar nicht weiterhelfen, dass sie für jeden funktionieren, aber für dich nicht, ja, dann lass sie weg. Niemand zwingt dich, nur weil man das so macht und nur weil alle das so tun, genauso zu handeln. Du bist ja kreativ. Es ist dein Job, andere Wege, neue Wege zu finden. Warum sollte das in deiner Arbeit anders sein? Warum sollte das bei deinen Methoden anders sein? So, jetzt habe ich meinen Faden verloren. So, wir kommen zum Schluss. Wenn du also kreativ sein und auch kreativ bleiben möchtest, dann sind das für dich die vier Kernaussagen, mit denen du heute aus diesem Vortrag rausgehst. Das erste, jede Aufgabe, die dein Handeln und die deine Aufmerksamkeit erfordert, ist für dich wichtig. Denn es gibt ja nur die eine Lebenszeit, denn es gibt diese klare Trennung nicht. Vor allem gibt es die für Kreative nicht. Zeit lässt sich niemals managen, weil sie konstant ist, sondern immer nur die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Der zweite Punkt, es gibt immer mehr Aufgaben und mehr Ideen, mehr coole Konzepte, mehr tolle Projekte, als du umsetzen kannst. Es ist unmöglich, alles zu erledigen, schaffst du sowieso nicht. Also konzentriere dich auf das, was dir ganz besonders wichtig ist, auf das, was dich deinen Zielen näher bringt. Dritter Punkt, um zu entscheiden, welche Aufgaben du umsetzen möchtest, gibt es eine ganze Reihe von guten Werkzeugen und Tools. Ein paar habe ich dir vorgestellt, es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Sie helfen dir dabei, Schritt für Schritt von dieser langen Übersicht auf die kleine, kompakte Liste zu kommen, mit der du gut arbeiten kannst jeden Tag. Vierter Punkt, Kreativität braucht immer, immer unbedingt Freiraum. Plan dir darum niemals zu viele Aufgaben pro Tag ein und block dir immer wieder Zeitfenster für deine eigene kreative Arbeit, für deine Ideenfindung und auch um Sachen auszuprobieren, die vielleicht mal nicht funktionieren. Das ist wichtig und deine Kreativität profitiert einfach von diesen unverplanten Zeiten. Mit diesen vier Punkten im Hinterkopf lautet dann nämlich die Antwort auf die am Anfang gestellte Frage, Zeitmanagement für Kreative, kann das überhaupt funktionieren? Ja, selbstverständlich kann das funktionieren. Dankeschön.